So, willkommen zurück, YouTube. Mach uns mal den Erklärbär, genau. Also wir sind zurückgelaufen zur Base, haben dort die Sachen, die wir alle im Waffenspind hatten, so ein bisschen verkauft, die kleinen Messerchen, die wir nicht brauchen, weil die keine Reichweite haben und so. Wir haben den Golfschläger von Stufe 7 auf Stufe 9 abgegradet. Die anderen Waffen haben wir so gelassen, von 8 auf 9 fand ich jetzt nicht so sinnvoll, weil es übelst viel kostet. Das heißt da $5.000 oder sowas. Und da für zwei Level mache ich das, für ein Level nicht unbedingt. Das Schwert heben wir mal noch auf, weil wir dafür keine Mod haben. Aber vielleicht kommt ja noch was. Und diesen Katar haben wir abgegradet. Der Hustensemal mal wollte unbedingt Elektrizität drauf haben. Das haben wir gemacht. Und jetzt würde ich das einfach mal ausprobieren. Und wir machen hier weiter. Ich würde jetzt dieses Haus angucken, diesen Pool vor allem. Und dann gehen wir bei der Hauptquest weitermachen. Dann gibt es hier eigentlich nur noch diese beiden Häuslein, dieser Bereich und das hier. Ich weiß nicht, welcher der richtige Pool ist, aber wir werden es herausfinden. Sieht interessant aus. Okay. Testen wir das mal. Wo sind die Zombies? Meine Waffe ist aufgeladen. Ich brauche auch keine Haltbarkeit verschwenden, wenn die sich selbst umbringen. Was ist denn hier los? Da hinten stirbt auch einer, habt ihr das gesehen? Da waren Schadenszahlen. Ah, Gegner. Der ist tödlich. Der ist tödlich. Ich kann die doch einfach hier über den. Genau, ich lasse die einfach hier übers Feld laufen. Problem gelöst. Tödlicher Zombie. Komm her. Put, 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 put. Put, 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 put. Die ist zu blöd. Und jetzt ist er despawned. Hä? Gar keine Bugs hier, nein, null. Ja, der kann den Moonwalk. Oh, fuck. Das hatte ich jetzt gerade so nicht erwartet. Nicht cool. Ja, ne, das ist immer das Problem mit diesen Waffen mit Elektrizität oder mit Feuer oder sowas, ne? Die können halt auch Sachen in die Luft jagen. Wie man jetzt gerade gesehen hat, das war gerade nicht so cool. Deshalb habe ich in Dying Light und auch noch damals in Dead Island 1 also am liebsten Waffen benutzt, die halt extra zurückstoßen oder sowas haben, statt extra Elementarzeug. Mehr Wucht, mehr Schaden, aber meistens Elemente vermieden. Beziehungsweise es gab auch bei. War das Dying Light? Ja, ich glaube, bei Dying Light gab es noch das Element Blutung. Also du konntest halt mit scharfen Waffen oder spitzkantigem Zeug, konntest du Blutungswunden verursachen und dann haben die halt über Zeit noch ein bisschen Schaden bekommen. Na und da kann nicht sowas passieren. Alter.
Das ist mir gerade zweimal hintereinander passiert. Oh, alter Schwede. Ja, es ist mir zweimal hintereinander passiert. Geht's denn dahin? Aber nach oben raus? Okay. Was macht der Schalter? Keine Ahnung, was der Schalter macht. Hm. So, aber hier gibt's doch einen Pool, oder? Wer war das? Ich hab einen Zombie gehört. Wo ist er? Oh, der ist wieder tödlich. Das sollte anscheinend vom Level her nicht hier sein. Das ist doch Wahnsinn. Guck mal, ich kann da gar keinen Schaden machen. Vielleicht doch erstmal die Main Quest weitermachen. Weiß es nicht. Wie sind die vom Level? Nice. Ist sogar der Tödliche mit rausgekommen. Alter, was ist denn hier los? Sieht diese Säure was? Nicht viel, ne? Ich dachte, vielleicht kann ich die Säure gegen den Tödlichen nehmen, aber wenn das sogar... Oh nein! Nein! Lauf, Junge, lauf! Alter, ich flipp hier gleich aus. Oh Gott. Es wird nicht besser hier. Alles fliegt in die Luft und lockt wieder irgendwas Neues an. Ich wollte mir in Ruhe diese Imbissbude da vorne angucken. Habt ihr gesehen, was ich meine? Da war so eine kleine Imbissbude. Mist. Nein. Oh, geht da schon wieder der Alarm an. Ich komme mir gerade leicht verarscht vor. Minimal. So. Oh, ein bisschen Ruhe. Stromfallen sind der Hammer. Okay.
gucken wir noch mal, ob wir hier zum Pool kommen. Gods and Whiskey. Das ist zumindest ein Pool, ja. Seht ihr irgendwie einen Hinweis? Nee, ne? Ist dann wohl der Falsche. Wo? Oh Gott. Nee, also hier soll ich anscheinend auch nicht sein. Tödliche Gegner. Versuchen wir uns nochmal die Wurstbude anzugucken. Und wenn das nicht geht, dann weiter zur Mainquest. Ich wüsste jetzt nicht, welche Pools wir noch angucken können. Der hier war es jetzt nicht, ne? Hier kommen wir erstmal noch nicht ran. Da sind auch wieder tödliche. Hier, hier und hier waren wir schon. Hier ist keiner, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Und da waren, kommen wir auch noch nicht rein. Und hier sehe ich auch keine. Es kann ja eigentlich dann nur noch der bei der Mainquest sein. Ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen aus wie der Ede von Rocket Beans. Aber dann doch nicht. So ein bisschen hat er mich kurz dran erinnert. Kennt ihr die Jungs von den Rocket Beans? Die haben früher auf. Die haben früher Giga gemacht auf. Was war denn das? MTV? Oder war das. War das Viva? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab, glaube ich, sogar mal einen TV-Sender, der hieß einfach was Giga. Aber der war nicht lange da. Und dann gab es das auf MTV oder sowas. Und mittlerweile haben die ja ihr Internetportal. Also YouTube und sowas. Als die Rocket Beans. Lustige Leute. So, ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Wenn wir den Weg da rein finden. Kann man da reinspringen? Oh, das Tor geht einfach auf. Na dann. Kein Wunder, dass die überrannt sind, wenn sie das Tor nie abschließen. Hallo. Das war hier mal ein Tennis-Trainingsplatz oder sowas, ne? Bällemaschine. Ist eine Notiz. So, lesen wir das mal. Spin-Theorie. Okay. Betreff das Leben zur Hölle. An Reginald White.
Hey, Reggie, ich verliere hier noch meinen verdammten Verstand. Der Besitzer war eben hier und hat behauptet, dass mit dem Tennisplatz etwas nicht stimmt. Er sagte, das Netz müsste entlang der verdammten Erdachse ausgerichtet sein, damit es in Richtung der magnetischen Pole weist. So könnte er über die Feldlinien aufschlagen und mehr Spin bekommen. Also sollen wir alles um 30 Grad drehen. Ich sag dir eins, Stretch. Noch so eine Nummer und ich richte diesen Typen entlang der verfickten Erdachse aus. Der Scheiß wirft uns 3 Wochen zurück, also sorgt dafür, dass das noch heute auf die Rechnung gesetzt wird. Ich krieg bei dem verdammten Job noch mal einen Schlaganfall. Ich krieg mehr Spin, wenn ich über die Erdachse hau. Das hier. Proteinriegel, ach so. Hier läuft Musik, ey, das ist aber nicht cool. Übrigens, habe ich das euch schon erzählt? Ich glaube, ich habe es das letzte Mal beim Pokémon oder Diablo spielen oder so erzählt. Also, ich war jetzt nach dem letzten Dead Island Stream wäre ich fast ausgerastet. Also, ich habe ja öfters mal das Problem, dass wenn ich was hochlade und da läuft irgendeine Musik oder sowas, ne, das wird dann halt geclaimed auf YouTube. Ne? Wir reden jetzt von YouTube. Twitch meistens kein Problem, aber wenn ich es dann hinterher auf YouTube hochlade, dann wird das irgendwie geclaimed und dann, ja, theoretisch für mich kein Riesenproblem, weil ich sowieso noch nicht monetarisiert bin. Aber es ist halt auch schlecht für meine Statistik, so allgemein, glaube ich, wenn irgendwie jedes zweite, dritte Video geclaimed wird und nicht wirklich mir gehört. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt auf meine geschauten Stunden draufgezählt wird oder sowas, aber egal. Ne? Mir geht es darum, wird ja ab und zu mal was geclaimed und das verstehe ich dann auch ab und zu mal, wenn ich mal wirklich hier einen Song anmache oder sowas. Oder wenn mal in einem Spiel wirklich irgendwie ein Lied läuft und das ist grenzwertig und sowas, dann kann ich beschweren, sagen, nee, das gehört zum Spiel, dafür kann ich nicht. Ne? Ich habe hier nichts hab hier nichts geklaut oder so. Ne? Aber was die jetzt gemacht haben, das war absolut unverschämt. Die haben von dem letzten Stream, ich glaube, das waren 4 Videos. Wir haben vielleicht 3 Stunden gespielt oder so. Daraus habe ich 4 Videos gemacht. Und von den 4 Videos wurden 3 Videos geclaimed. Von irgendeiner Betrügerfirma. Irgendeine ganz komische LLTC Company Corporation, sonst was. Die einfach nichts mit dem Spiel zu tun hat, nichts mit den Songs zu tun hat. Die hat einfach behauptet, dass mein Dead Island Video eine Kopie ist von ihrem Dead Island Video, weil da halt ähnliches Zeug auftaucht. Ja, wenn man halt Dead Island spielt, logisch, ne? Dass man dann das gleiche Zeug hat oder sowas. Und da musste ich halt wirklich nochmal dreimal Beschwerde oder Widerruf schreiben, ja, damit ich halt mein Video zurückbekomme, ne? Ich denke ich mir, die spinnen doch. Und das Schlimme ist, die haben ja 30 Tage Zeit, um zu antworten. Also quasi 30 Tage lang nicht wirklich mein Video. Wenn damit Werbeeinnahmen eingenommen werden würden, was sie ja nicht werden, weil ich noch nicht monetarisiert bin, aber wenn da Geld rankommen würde, würde das alles an die gehen. In den 30 Tagen. Ne? Und am Ende können die in den 30 Tagen dann immer noch sagen, nö, das ist unseres. Weißt du, weil die Leute, die das geclaimed haben, die machen ja dann die Überprüfung gegen meine Beschwerde. Und die können dann sagen, nö, nö, das gehört uns. Und dann muss ich quasi dagegen dann wieder Beschwerde einreichen bei YouTube. Und bis das bearbeitet wird, dauert auch wieder ewig. Das kotzt mich an, sowas. Also, da habe ich mal wirklich nichts gemacht. Ich habe nichts abgespielt. Keine Musik, gar nichts, ne? Und die claimen das trotzdem. Das macht mich sauer. Weil irgendwelche Assis, denen es nicht gehört, irgendwelche Betrüger, tauchen auf und sagen, nö, das ist unsere. Widerlich, sowas. Fallen. Oh, da hat jemand Fallen gebaut. Krass. Gucken uns
jetzt erstmal das Grundstück an. Oh, wie kann man denn daneben werfen? Echt unglaublich, ey. Aha. Komme ich da im Endeffekt von hier hinten an den Pool ran, ohne durch die starken Zombies durchgehen zu müssen? Ich hatte noch gerade das Problem, dass ich da nicht durchgekommen bin wegen den Zombies. Was ist denn, wenn ich jetzt von hier hinten reingehe? Könnte funktionieren. Ach, stimmt ja, da war ja was. Der tödliche Malmer. Ja, ich glaube, die Prügquest lösen wir erst ein bisschen später. Nee, aber das hat mich echt wütend gemacht. Das, vor allem das Schlimme daran ist ja, dass ich dann damit meine Zeit verschwende. Ich muss mich ja dann hinsetzen. Dorthin dort klicken, ja, nee, hier Beschwerde, dann Gründe auswählen aus so einem scheiß Menü, dann muss ich einen Text schreiben, dann muss ich unterschreiben. Das ist jedes Mal ein riesiger Zeitaufwand. Alles nur, weil irgend so ein scheiß Betrüger meint, mein Video claimen zu müssen. Vor allem bei einem Video, wo nicht mal was zu holen ist. Ich würde es ja verstehen, wenn ich damit richtig Kohle machen würde und die wollen da was abdahnen davon. Dann würde ich es ja verstehen, dass andauernd was geclaimt wird. Aber sogar bei mir, bei jemandem, der nicht monetarisiert ist, bei dem kein Cent zu holen ist, ne? Sogar bei so einem claimen die andauernd Videos weg. Ist widerlich. Ah, okay. Abkürzung jetzt. Hier ist doch ein Pool. Gibt es hier vielleicht einen Hinweis? Nee. Gehen wir jetzt mal rein, ne? Draußen ist anscheinend nichts mehr. Wir müssen bloß aufpassen, da stand was von wegen von Fallen. Also, da hat sich vielleicht jemand drinnen verschanzt oder so. Und Fallen aufgebaut. Hier zumindest nicht. Looks like Jesse or her friend were attracting the zombies on purpose. Ah, okay, die haben die mit Absicht angelockt. Interessant. Um sie dann mit den Fallen zu killen, oder was? Aber was meint er mit Fallen? Ich sehe keine. Ich glaube, Jesse climbed up to the balcony and threw the ladder down. Aha. Dann wird sie oben sein, wenn sie noch lebt. Wenn die Zombies nicht bis zu durchgebrochen sind. Überlebende haben in ganz LA gefährliche Fallen ausgelegt. Also sei vorsichtig, drücke in der Nähe einer Falle F, um sie zu entschärfen. Was sieht denn hier eine Falle? Seht ihr eine Falle? Und du schreibst was? Das ist einer der Gründe, weshalb ich kaum Videos bei YouTube hochlade oder als VOD bei Twitch anbiete. Ich mache das nur mit Twitch-Clips und die werden bei mir gelöscht, wenn was drin zu hören oder sehen ist, was irgendwem stören könnte. Ja, das macht es für Leute echt schwer, die bei YouTube mal anfangen wollen. Ach, da ist eine Falle.
Ne? Ich bin ja auf YouTube, wie gesagt, noch nicht monetarisiert, weil da ist es übelst schwer. Du musst dort ja wirklich, du brauchst so 1000 Abonnenten, 4000 Stunden gegucktes Material. Also von deinen Videos müssen andere Leute insgesamt 4000 Stunden gucken und das innerhalb der letzten 365 Tage. Ne? Und ich bin da, jetzt, weiß ich nicht, so auf ein Drittel oder sowas davon. Ich bin jetzt, glaube ich, bei fast 300 Abonnenten und bei, keine Ahnung, 1500, 1600 Stunden gegucktem Material. Also ich bin da noch ein ganz schönes Stück von entfernt. Ist doch eine Falle, oder? Ich stand da F drücken, aber es passiert nichts. Die wurde schon ausgelöst, oder? Ist doch quasi eine Schrotflinte oder sowas. Die wurde schon ausgelöst. Ah, hier. Wobei ich jetzt auch gar nicht entschärfen brauche, ich hätte sie nutzen können gegen die Zombies. Oder? Ja, Zombie, komm mal her. Hallo. Siehst du mich? Komm mal her. Oh, Lärm. Das ist mal egal, ja? Ich habe das erste Mal in diesem Spiel eine Waffe benutzt. Ohne sie selbst benutzen zu müssen. Ich bin froh. Aber ja, hast recht, es könnte wahrscheinlich Lärm machen. Wobei Lärm in dem Spiel nicht ganz so krass ist wie bei Dying Light, habe ich das Gefühl. Aber wer weiß, wir sind noch relativ nah am Anfang der Story, glaube ich. Es wird noch alles schlimmer. Hallo. Jesse. Anyone? Je mehr Zeug man freischaltet, je mehr Gegnertypen man entdeckt, desto mehr laufen wir dann noch rum. Okay. Ob ich eventuell irgendwas da durchwerfen kann? Hauptsache ist ja bloß, dass die Schrotflinte dabei nicht auf mich zielt. Also so hier. Oh Mensch. Ist immer noch eine Schnur. Da ist noch einer. Ja, warum kommt niemand? Also ich glaube, die sind alle tot. Angekokeltes Holz. Okay, the stairs are electrified. Das Haus erinnert mich vom Aufbau eigentlich sehr stark an das vom Curtis Sinclair. Wir sind damals durch die Tür rein. Hier konnte man erst später. Die war zu. Die Treppe war kaputt. Hier war so ein Sessellift. Und von hier und hier kamen die Zombie-Gegner. Ja. Ne? Das ist quasi genau der gleiche Aufbau. Das Haus 1 zu 1 kopiert. Bloß dann natürlich ein bisschen anders dekoriert. Nein, nicht schon wieder so einer. Wirklich? Mich verarschen, der steht doch jetzt auf. Ich weiß doch ganz genau, dass...
weiß doch ganz genau, dass der jetzt aufsteht. Sobald wir hier jetzt irgendein bestimmtes Item nehmen oder einen Schalter aktivieren oder irgend sowas, steht der auf. Sobald wir den Generator ausmachen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen. Aber auch ein bisschen froh, dass er doch nicht aufsteht. Ich traue der Sache nicht. Der steht noch auf. Klopp, klopp. Wer ist da? Ah, fuck. Da bin ich voll in die Falle reingelaufen. Da habe ich voll die Fallen vergessen. Ich war so damit beschäftigt, die Batterie auf den Zombie zu werfen, dass ich die Fallen vergessen habe. Naja. Jesse lebt also doch noch. Jesse? James! Team Rocket los mit Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß keine Ahnung, wie es weitergeht. Und im Kampf bereit, irgendwas. Oh, fuck. Die Explosion war ein bisschen Overkill. Bam! Frisst den Bordstein. Ja, das kenne ich. Ich gehe auch übelst ungern irgendwie auf laute Partys. Disco oder sowas schon lange nicht mehr. Ich bin ein alter Mann. Ich beklaue dich erstmal, ja? Ungewöhnliche Nahkampf. Verstümmler-Mod. Verstümmeln höre ich gern. Ob das mache ich auch gern. Erzähl mal, was machst denn du hier so? I'm Jesse. Ich bin James. I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. We're apocalypse buddies. You bonded over not being dead? Kinda. Do you know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? You say why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. Oh, the construction guys who are all zombies too? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Okay, well, look, your mom is worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, they are lucky to have a responsible adult around. Die Mutter ist erschrecklich. I hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Need some help getting home? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right, well, good luck. Was sagst du, im Zappelschuppen habe ich mich nie gerne aufgehalten. War mehr so Kneipentyp. Ja, ich auch so. Kneipen oder als es dann so übelst im Hype war, damals diese Shisha-Bars so ein bisschen, ja, wo man halt gemütlich da sitzt. Ne?
Ist auch so eher mein Ding. So, Werkbank. Jetzt haben wir einen Zerstümmlermod. Ja, jetzt hätten wir... Jetzt hätten wir einen Mod für dieses Schwert. Ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Gewährt einen kleinen Boost für physischen Schaden. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt geschwächt in Kraft. Triffst du einen geschwächten Zombie, kriegst du Ausdauer zurück. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Boah, das ist... Komm, wir probieren das einfach mal. Warum denn nicht? Dazu machen wir... Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal lohnen würde, die Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen. Nee, eigentlich nicht, ne? Probieren wir das mal aus. War das alles? Ja. Gut. Was wollen wir als nächstes machen? Ich habe die Quest ja gar nicht markiert. Ach, dahin gehen. Werkbank, Tresor, Sicherungskasten. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber gut, dass es die Map anzeigt. Können wir gleich nochmal hingehen. Wir haben doch jetzt extra die Sicherung geholt. Hihi. wo ist das denn mit dem Sicherungskasten? Da hinten? Das. Warum wird der so markiert? Ach, das ist so ein Schocktypi, ne? Ungern. Monarch Studios? What does Michael want there? Hier war was, oder? Nee? Noch eins weiter. Hier? Ach, Tatsache. Moment, wir wollten die mal ausprobieren. Denkst du, du kannst dich von hinten anschleichen? Schnipp, schnapp, war der Arm ab. Oh. Oh. Müsste ich jetzt hier durchlaufen können? Ach, das war die da. Okay. Das hier ist die hier, oder? Ne? Den Zombie da hinten hat erwischt. Das war jetzt gerade ziemlich dumm, dass ich einfach durchgelaufen bin, aber ey. Machete. Ich kriege hier eine geile Waffe nach der anderen hinterhergeschmissen und komme gar nicht so dazu, die anderen mehr zu nutzen. Eine Machete. Alter. Machete ist eigentlich auch voll geil. Als nächstes kommt dann ein richtiges Schwert und dann Katana. Das waren immer meine Lieblingswaffen. Nein, ein Malma. Mist. Ah.
nichts, Kerl. Oh, die Reichweite, hast du das gesehen? Die Reichweite, ich habe ihm eine Hand abgehackt. Geil. So, was haben wir denn noch? Also wir können uns noch die beiden Häuser angucken. Aber welcher Swimmingpool soll denn dann diese Nebenquest sein? Was ist das denn? Da gibt es eine neue Quest? Es hört nie auf. Gehen wir gleich hin. Ernsthaft? Hätte schwören können, da steht auf. So! Und da geht's daneben! Doch lächerlich. In das Haus kommt man nicht rein, so wie ich das sehe. Es ist zugesperrt. Schade. Das Haus daneben. Auch zu, hä? Sind das noch nicht fertig gebaute, oder? Scheiße, war das dämlich. Ich muss die Augen offen halten. Ich hab nicht gesehen. Und dann kamen da, habt ihr das gesehen, Gaskanister angeschossen oder sowas, die dann explodiert sind. Hey! Hier ist dann noch eine. Ha, ich habe eine entschärft. Wie habe ich die oben ausgelöst, aber die unten nicht? Aha. Aha. Wurfsterne machen, Gaudi. So langsam kommen die guten Waffen, Macheten. Ich freue mich schon auf die Katanas. So, also jetzt ist ja jetzt die Frage, kommen wir jetzt langsam mal hier rein oder nicht? Und schaffen wir jetzt vielleicht die Gegner hier mit dem Pool? Welcher Pool kann es denn sonst noch sein? Der hier ist noch gar nicht befüllt gewesen, weil der war noch gar nicht in Betrieb. Der hier, da war bloß diese fette Party. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das wirklich... Ich habe da zumindest keinen Hinweis gesehen. An den anderen Pools waren wir ja schon. Es fehlt nur der hier sein. Und wir gucken uns erstmal das hier an. Ob wir da jetzt reinkommen, weiß ich nicht. Oh, ist jetzt offen, oder? Das war doch zu. Nee, ist immer noch zu. Guck mal hier. Das hier oben ist zu. Da kommen wir bestimmt später nochmal hin. Gut, dann versuchen wir es nochmal hier. Aber wie gesagt, die waren dort alle so ein bisschen overleveled. Und da war noch ein overleveled Malma. Das macht es ein bisschen kompliziert.
Schon wieder so einer. Hä? Was? Ist der gerade despawned? Direkt vor mir? Das gesehen? Ich schleiche mich gerade an. Ne, weil ich ihm einen starken Hieb reinhauen will, bevor er mich bemerkt. Und dann despawnt er einfach. Er hat diesen Mist programmiert. Reingehen will ich eigentlich noch gar nicht. Ich will den Pool. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nebenquest vielleicht was mit dem Gebäude zu tun hat. Die Nebenquest bei dem, ne? Unterhosenmann. Da ist doch jetzt eine neue. Da ist er. Der scheiß tödliche Malmer. Oh, ist immer noch tödlich. Die Frage, kommen wir an den ran, ohne dass er uns bemerkt? Nein. Er hat uns schon gesehen? Krass. Nein! Ein Schlag. So viel zum Thema tödlich. Ich wüsste es echt gern, habe ich jetzt Geld verloren oder nicht? Ich weiß nicht, was man verliert, wenn man stirbt. Das Spiel sagt es einem nicht. Ah, na gut, wir gehen mal hier zu der Dame und nehmen diese Nebenquest an. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem scheiß Pool kommen soll. Kann ich vielleicht einfach nur an dem vorbeirennen? Oh, guck mal, der ist schon angeschlagen. Haben wir hier irgendwo Strom? Irgendwas mit Strom hier? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht kriege ich den ja weit genug weg, dass ich dann da irgendwie reinschleichen kann. Ich muss ja eigentlich nur eine scheiß Notiz oder sowas finden. Bloß eine Notiz. Säure überall, Säure. Ich glaube nicht, dass der hier einen Pool gereinigt hat beim Militär. Ist das noch ein Malmer? Hier sind zwei Malmer. Alter, hier sind einfach mal zwei von denen. Wenn ich das so mache, kommt er hier durch? Der Dicke?
Sind da noch mehr Malmer? Das, langsam wird es doch ein bisschen lächerlich. Kommen einfach immer mehr Malmer raus. Guck mal, hier sind noch wieder zwei. Ihr wollt mich doch verarschen oder so. So, ja gut, jetzt kann ich zumindest mich mal hier ein bisschen umgucken. Aber hier ist nirgendwo eine Notiz von dem. Welcher Pool könnte das denn jetzt sein? Überlegt mal kurz mit. Übbare Quests. Beziehungsweise die aktive Quest. Wo sehe ich denn die aktive? Welcher Pool gehört Obis Schwarm? Na? Irgendein Pool hier. Oder kann es auch sein, dass es ein Pool in Bel Air ist? Wo unsere Homebase ist? Oder muss das hier in Beverly Hills sein? Sehe ich nicht ganz. Waren eigentlich schon irgendwie überall. Ein Hit! Gemein. Haben wir jetzt Geld verloren? Nö, 18.500. Nichts geändert. Ah, ich hatte sie fast alle. Naja, egal. Also da war ja offensichtlich nichts. Dann gucken wir uns mal die Nebenquest an, die neue. Welcher Pool könnte es denn sein? Hallo, zu Hause. Du hast eine Quest für mich? Ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich will. Du wirst wahrscheinlich nur wieder Whisky haben oder so. Wer bist du denn? Ein Händler? Ah, cool. Der hat sogar einen Bauplan. Rot und Osmond. Warum nicht? Baupläne. Und was ist das? Sicherung, oder? Klar, nehme ich. Hast du noch mehr? Inventar voll. Ah, okay. Das ist toll. Wo kommt der Händler auf einmal her? Okay. Ask yourself, when was the last time I had a significant impact? You know, you're like, you're good at this. You're good at apocalypses. This. I just, you know, hit the zombies till they stop biting me. But I'm. Hey, I'm not. Roxy and me, staying out of trouble is like a full-time job, man. I've only ever been really good at one thing, and I barely even do it anymore. You had your moment, though. You were a god back in the day. Ouch. And exactly. Like, what have we done lately? I gotta find that spark again, man. Get back in touch with the gods instead of just the whiskey. Oh, Farouk! Say what now? Farouk's our producer. He lives next door downhill, like totally obsessive about discographies.
collects every master tape and unreleased track you could imagine, including ours. Hey, some of those have real promise. I wonder if maybe sample them? Hey, I'll be right back, man. Tell Roxy not to worry. Oh Gott, nee, du kannst da doch nicht rausgehen. You are not going out there. I'm not? What if that pizza guy shows, huh? You don't want to miss him. I'll grab your tapes. Oh, kick ass. If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. I'll tell him. And I'll hit him till he stops biting me. Jesse said you saved her. Even med students can get into trouble. I can't thank you enough. Jesse is... she's everything. If you ever need her place to shelter, come by anytime. Just don't forget the pizza next time, okay? Arschloch. He's kidding. Geh dir was an, Junge, ey. Guckt euch das an. Oder guckt es euch nicht an. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht weggucken. I'm feeling it, you know? The beat of impending doom. Oh, impending. That's a good word. I'm gonna write that down. Okay, wo sollen wir hin? Da runter. Ah, da waren wir ja auch schon. Cool. Anyway, that beat, it's really strumming my chords right now. Alles klar, wir bringen deinen übermächtigen Beat mit. Deinen übermächtigen Beat.